Eine orthodoxe Kirche ist ein Ort der Einheit zwischen Mensch und Gott. Es kann viele Gründe für den Bau solcher Kirche geben. Das Fehlen eines Tempels im Dorf, zu Ehren eines bedeutendsten Ereignisses oder Jahrestages, der Wunsch eines reichen Menschen für seine Sünden zu büßen oder berühmt zu werden. Je nach Vorlieben der Kunden wird das Thema Design und Architektur des Gebäudes ausgewählt. Am 9. Mai 2020 wurde zu Ehren des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg der Bau eines ungewöhnlichen Objekts abgeschlossen, des Haupttempels der Streitkräfte der Russischen Föderation, auch als Patriarchalkathedrale bekannt, Name des Auferstehungschristi. Dieser Tempel befindet sich auf dem Territorium des Patriotparks und ist fast vollständig von dem 1,5 Kilometer langen Multimedia-Gedenkkomplex Memory Road umgeben. Auf dem Territorium der Gedenkstätte gibt es viele militärische Artefakte. Einer von ihnen ist ein alter Meilenstein, von dem aus die Offensive der sowjetischen Truppen nach Westen ungefähr begann. Jetzt wird diese Säule aus dem Hauptplatz von dem Tempel installiert. Neben Dingen, die mit dem sowjetischen Armee zu tun haben, gibt es noch andere Exponate. Das ist eine Mütze und Hitlers Anzug. Aber es gibt echte Relikte. Dort gibt es Unikate bis hin zu Hitlers Kostüms, das bis heute erhalten ist. Das ist Hitlers Mütze. Deutsche Militärpfannen aus dem Zweiten Weltkrieg. Stufen aus eingeschmolzene, erbeutete Wehrmachtswaffen und deutsche Panzerketten. In gewisser Weise haben die Stufen des Tempels etwas mit dem Eisernen Thron aus der Game of Thrones-Reihe gemeinsam. Der König saß auf diesem Thron und der Thron selbst wurde aus 1000 Schwertern besiegter Feinde geschmiedet. Damit betonte der Herrscher seine Macht, doch am Ende der Serie wurde der Thron zerstört. Bei der architektonischen Gestaltung des Tempelsgebäudes werden Muster der östlichen Khazar-Orientierung verwendet und der weiße Farbe durch Schwarz und Grün ersetzt. An der Wände gibt es in einer oder anderen Form Waffen. Das hat nun mit Orthodoxie nichts zu tun. Obwohl eine der 10 Gebote der Bibel "Du sollst nicht töten" lautet, ist das militärische Thema auch im Gottesdienst präsentiert. Darüber hinaus ruft der Patriarch von Moskau Kirill selbst, gleichzeitig Rektor des Tempels der Streitkräfte der Russischen Föderation, seine Gemeindemitglieder zu einem Krieg auf, die niemals ohne Töten aufkommt. Und wenn das Krieg ist, dann müssen wir alle mobilisiert werden. Zuallererst müssen wir durch Gedanken geistig mobilisiert werden. Unsere Truppen müssen mobilisiert werden, unsere Sonderdienste und die gesamte Bevölkerung, alle müssen mobilisiert werden. Dies geschieht heute wie in fernem Syrien, das tatsächlich nicht weit entfernt ist. Das ist buchstäblich unser Nachbar. Das ist die Verteidigung des Vaterlandes. Nicht einmal so viel Krieg, nur Punkteffekte. Dies ist jedoch die Teilnahme unseres Volkes als Friedengelegenheit. Und solange dieser Krieg diesen defensiven Charakter hat, ist er gerecht. Patriarch Kirill änderte seine Position auch nicht, nachdem Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat und überreichte dem Chef der Nationalgarde, Solotow, während des Gottesdienstes die Augustikone der Mutter Gottes. Gleichzeitig erwähnte Kirill nicht einmal den massiven Beschuss durch die russische Armee und den Tod von Gemeindemitgliedern und Priestern in ukrainischer orthodoxen Kirche der Moskauer Patriarchates. Er verlor kein Wort darüber, dass russische Artillerie die Kirche der Moskauer Patriarchats in der Ukraine beschoss, das Svetogorsker Kloster und die Kathedrale der Heiligen Himmelfahrt in Kharkov. Und im ersten Kriegsmonat haben die Russen bereits etwa 6 Kirchen zerstört oder beschädigt. Gleichzeitig wurde der Beschuss nicht nur von Land und Luft, sondern auch vom Meer aus durchgeführt. Und auf dem Kreuzer Moskau, der an den Feindseligkeiten teilnahm, wurde eine christliche Reliquie aufbewahrt, ein Partikel des Lebensspendes des Kreuzes des Herrn. Aber die rettete das Schiff nicht und er sank. Dies bedeutet, dass der Kreuzer Moskau entweder auf der Seite des Mächte des Bösen und der Dunkelheit handelte oder das Relikt selbst gefälscht war. Kann der Tempel der Streitkräfte der Russischen Föderation als orthodox und orthodox angesehen werden? Wir wissen es nicht genau. Aber Kirchen, die auf die eine oder andere Weise mit Abweichungen von allgemein anerkannten orthodoxen Normen
oder Verstoß in Verbindung gebracht werden, seien es architektonische Verzerrungen oder Aufforderungen, grundlegende Gebote der Bibel zu verletzen, beispielsweise das Gebot »Du sollst nicht töten«, häufig ein Treffpunkt für schwarze Zauberer und Hexen wurden. Die Leute wissen es immer, sie versuchen nicht an solche Orte zu gehen und dort nicht nach Gott zu suchen. Außerdem versuchen sie in der gesamten zivilisierten Welt gegen alle Erscheinungsformen der Faschismus und alles, was damit zusammenhängt, zu kämpfen und können als Symbol oder Ort der Anbetung dienen. Zum Beispiel befürchtet die deutsche Behörden, dass Hitlers Bunker zu einem Gotteshaus in Berlin werden würde und zerstörten ihn daher 1988 vollständig. Adolf Hitler selbst stürzte sich in seiner Ideologie auf der große Generale und Eroberer der Vergangenheit und versuchte, das Kornstein zu stehlen, auf dem die Krönung der Könige stattfand, und das Schwert von König Arthur zu finden. Und der Hofburgspeer, auch Schicksalsspeer genannt, als einer der Attribute kaiserlicher Macht, wurde von Hitler von Wien nach Nürnberg transportiert. Nach dem gleichen Prinzip wurden Exponate für Gedenkstätte, Tempel auch gesammelt. Als Ziel wurde jedoch Dinge ausgewählt, die auch mit Faschismus zu tun haben: Hitlers Kleidung, deutsche Standarten und militärische Ausrüstung. Jetzt würden sie frei zugänglich gemacht und russische Neofaschisten können diese Exponate als Objekt der Anbetung nutzen. Das Vorhandensein der faschistischen Symbole auf dem Territorium der Gedenkstätte wurde von der russisch-orthodoxen Kirche genehmigt, die den Tempel am 14. Juni 2020 weihte, und der Weiterung wurde von Patriarchen Kirill von Moskau durchgeführt. Neben der äußeren Architektur hat es Merkmale und Innenarchitektur des Tempels. An den Wänden befinden sich Mosaike nicht nur mit Heiligen, sondern auch mit Militärfiguren, Marschalle und Generale des Sieges der große Vaterländische Krieg. Zum Zeitpunkt der Eröffnung hatte des Tempels auch ein Mosaik, was Wladimir Putin, Verteidigungsminister Sergei Shoigu, der Vorsitzende des Sicherheitsrates Valentina Matwienko, der FSB-Direktor Nikolai Patruschew und der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Volodin darstellte. Obwohl es traditionell keine Bilder von lebenden Menschen gibt, es in Kirchen. Später wurde diese Fresko aufgrund der öffentlichen Aufreis entfernt, aber nicht zerstört und anscheinend bis zum richtigen Moment aufbewahrt. Aber im Tempel steht jetzt ein großer Ritualsockel, auf dem mehrere Särge gleichzeitig aufgestellt werden können. Um herauszufinden, wer im Tempel der Streitkräfte begraben werden kann, haben wir eine Anfrage an die russisch-orthodoxe Kirche geschickt, die den Eingang bestätigt hat. Wenn eine Person regelmäßig erinnert wird, erhält sie nach einer Hypothese im Jenseits ständig Energie. Der zweite Weg ist der Weg des Vergessens, also versuchen die Menschen, eine Erinnerung an sich selbst zu hinterlassen. Aber wenn Schriftsteller oder Künstler dies mit Hilfe ihrer Werke tun können, dann nutzen Herrscher und Politiker dafür auch manchmal seine Grabbauten. Der Wunsch, sich auf diese Weise zu verewigen, wurde bereits in der Antike beobachtet, als spezielle Gräber, Nekropolen und Mausoleen für die Bestattung von Herrschern errichtet wurden. Ägyptische Pharaonen begannen zu Lebenszeiten Pyramiden zu bauen und der Bau dauerte 20 bis 30 Jahre. In Russland sind die berühmtesten Strukturen dieser Art das Grab der Romanows und das Lenin-Mausoleum. Das großfürstliche Grabmal von Prinzen kaiserliches Geblüts und Mitglieder der Familie Bagarnay, die mit der Romanow-Dynastie verwandt wurde, befindet sich in St. Petersburg neben der Petr- und Paul-Kathedrale. Das Lenin-Mausoleum befindet sich in Moskau auf dem Roten Platz. Aber bereits 1989 begannen Diskussionen über die Bestattung der Lenin-Leiche, der wichtigste russische Revolutionär, und der Schließung des Mausoleums. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Machtwechsel in Russland blieb der Status von Wladimir Lenin unbestimmt. Nun können die Gräber mit privaten oder öffentlichen Mitteln unterhalten werden. Im ersten Fall wird die Finanzierung von Privatpersonen bereitgestellt und der Stadt und die Öffentlichkeit haben keinen Einfluss auf die Umbettung der Verstorbenen. Mit staatlicher Förderung kann das Leichnam aus dem Grab oder Mausoleum nach Entscheidung der politischen Führung oder auf Wunsch der Bürger umgebettet werden. Derzeit ist nicht sicher bekannt,
ob im Haupttempel der Streitkräfte schwarze Messen abgehalten werden, für welches Geld es verwendet wird, wer darin begraben wird und ob alle auf dem Fresko abgebildete Personen werden da beerdigt.